Jugend forscht auch am Goethe-Gymnasium in Schwerin. Die Schüler aus der Landeshauptstadt sind mit großer Begeisterung dabei, am gleichnamigen bundesweiten Wettbewerb mit eigenen Ideen teilzunehmen. Die Stadtwerke Schwerin greifen den jungen Forschern gerne unter die Arme. Am 3. Mai kamen die Stadtwerke-Vertreter mit einem wertvollen Geschenk vorbei. Es waren zwei Baukästen zum selbstständigen Basteln von Innovationen, Marke Eigenbau. Diese können dann auch von den Schülern beliebig programmiert werden. Das Üben im Schulbank-Engineering soll die forschende Jugend auf das künftige Berufsleben vorbereiten. Wir sind ein technisches Unternehmen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir gute Techniker als Facharbeiter Bewerbungen bekommen, aber natürlich auch Leute, die ein Studium hinter sich bringen und mit uns unsere Anlagen unterhalten. Insofern ist es auch ein Stück Verpflichtung, aber es ist ja nur auch Tradition. Energieversorger machen immer Schularbeit. Unsere Schule ist jetzt seit einem Jahr eine MINT-Schule. Das heißt, wir haben die Aufgabe, begabte Schüler verstärkt auf diesen naturwissenschaftlichen Gebieten zu fördern. Und dafür setzen wir also zusätzliche Unterrichtsstunden ein hier. Die Lehrer können also teilweise im Einzelunterricht mit solchen Schülern arbeiten und sie also auf diesem Gebiet weiterbringen. Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel ist es, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, Talente zu finden und zu fördern. Wer mitmachen will, sucht sich selbst eine interessante Fragestellung für sein Forschungsprojekt.